Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, zur Folge 16 Don't Starve mit Facecam. Ja, meine lieben Freunde, ein paar von meinen 260 Zuschauern haben mir geschrieben, klar, Ufo-Mann, mach doch mal was mit Facecam. Ist doch cool, oder? Was, Alter? Nein, also, komm mal wieder runter. Also, meine lieben Freunde, ich habe jetzt, wundert euch nicht, ich habe mir hier mich so ein bisschen zurecht gemacht, damit ich mich besser mit meinem Avatar identifizieren kann, ja, und bevor ich euch hier noch lang ein Ohr abkaue, werden wir gleich mal anfangen mit der Folge 16. Meine lieben Freunde bei YouTube, Peace, Ufo-Mann kriegt alle ran. Nee, der ist nicht so gut, wa? Der war jetzt nicht so gut. Okay, komm, wir fangen an. Nee, Survival. Mit der guten... Wie hieß sie denn noch schnell? Abigail? Nee, Quatsch. Es war... die hatte diesen komischen Namen. Ist jetzt egal. Wir müssen anfangen. Fällt mir noch ein. Wendy. Wendy hieß sie. So, Wendy. Juhuhu. Es geht los. So, was müssen wir jetzt machen? Habe ich schon wieder vergessen. Meine letzte Aufnahme ist ja eine Weile her. Ich bin auch wieder ein bisschen aufgeregt. So, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt einfach mal... Holz... Ist überhaupt schon... Ist ja noch gar nicht dunkel. Warum habe ich überhaupt schon Feuer an? Wir werden jetzt ein bisschen Holz hacken mit einer Axt, die wir nicht haben. Doch, wir haben eine Axt. Okay. So, meine liebe Wendy, dann hack mal ein bisschen Holz. Oh, jetzt wird's dunkel. Ich habe ja irgendwie mitbekommen, eine Schaufel haben wir doch auch, wa? Guck mal, da könnten wir sogar noch hier alles ausgraben. Ha, so. So, ich glaube, es dauert jetzt, ich nehme jetzt so 3, 4 Folgen hintereinander auf. Und bis ich da ein bisschen locker und entspannt bin und nicht mehr so aufgeregt bin, es dauert noch. In der nächsten Folge, denke ich, bin ich dann schon ein bisschen lockerer. Mir fällt auch gerade ein, ich sehe natürlich auch nicht allzu viel mit der Sonnenbrille, aber das ist irgendwie schon seit einem Jahr oder so immer mein, das war immer mein Ufo-Mann-Outfit mit der Sonnenbrille. Man will ja auch immer, wollte ja auch immer so ein bisschen anonym sein in der Öffentlichkeit. Anonym sein in der Öffentlichkeit hört sich auch gut an, wa? Oh, meine Axt ist kaputt. So, jetzt guck mal nicht so viel zu den Zuschauern, sondern spiele jetzt mal ein bisschen konzentriert, mein Freund. So, jetzt graben wir das mal aus. Ach du Scheiße, das Feuer ist aus. Was bin ich denn für einer? Feuer anmachen, Alter. Los, mach Feuer an. Meine liebe Wendy, vielen Dank, dass du das Feuer angemacht hast. Und es geht weiter mit Holzhacken. Ich muss mich jetzt konzentrieren auf das Spiel. Wo ist denn jetzt schon wieder die Hacke? Die habe ich nicht in der Hand. Die Schaufel habe ich in der Hand. Oder habe ich mir noch keine gecraftet? Ich habe mir doch eben eine Axt gecraftet, oder? Bin ich blind? Hier ist sie doch. So, weiter geht's. Wir werden dann erst, wenn es ganz dunkel ist, wenn wir uns mal in der Nähe des Feuers begeben und Feuer... Wir haben noch keine... Wie viele Tage? 5 Tage, okay. Wir haben keine Truhe, gar nichts. Aber wenn wir ein bisschen Holz haben, ist schon schick. Ja, sehr schön. So. Jetzt hier das noch ausgraben. So, Concentration. Jo, so. Wollte ich denn jetzt? Ach so, einsammeln. So, ich habe natürlich jetzt immer die Uhr da oben am Auge. So. Jetzt wird es dunkel, oder? Zeichen hier noch ein Rasiermesser, kann ich gar nicht mehr aufnehmen. Mann. Was ist denn das hier? Pick up Forest Turf 2-mal. Los, nimm den schnell. Wofür auch immer ich den brauche. Achso, brauche ich gar nicht. Komm, wir legen mal ein kleines Feuerchen nach, ja. Wie viel brauche ich? 2? Und jetzt warte ich. Ups. Muss ich aufpassen, dass ich nicht anbrenne. Nicht, dass meine langen, blonden Haare anbrennen. So, liebe Wendy, was können wir denn jetzt machen, außer ums Feuer rumspringen? Können wir irgendwas craften? Eine Waffe? Vielleicht eine schöne Waffe? Ein Gras? Ein Gras-Schutzanzug. Cool.
So, wir haben jetzt einen Grasschutzanzug an. Ha, das ist ja geil. Grasschutzanzug, was brauchen wir noch? Guck mal, was wir hier alles craften können, ey. Unglaublich. Ein Backpack. Ja. Ein Backpack, cool. Gut, jetzt haben wir ein Backpack. Ah, entweder ein Backpack oder Grasrüstung. Okay, ich hab's verstanden. Mal hier mal ein bisschen sortieren. Dann machen wir die Grasrüstung in den Rucksack rein. Goldnugget in den Rucksack. Nitri and Examine, was auch immer das ist. Steine, okay. Können wir noch irgendwas craften oder wollen wir noch... Oh, guck mal. Oh Mann, ich verhungere gleich. Ich verhungere gleich. Was habe ich denn hier zu essen bei? Mann, eigentlich muss man sowas nachts machen. Jetzt habe ich vergessen, nachts zu essen. Oh, und da ist ein Truthahn. Um Gottes Willen, ein Truthahn. Mutter, da kommt ein Truthahn. Ich habe aber irgendwie keine Waffen. So, jetzt essen wir erstmal ein bisschen. Haben wir noch irgendeinen Huhn oder einen Hasen? Nee. Verpiss dich, Mann. Entschuldigt bitte meine grobe Wortwahl. Ah, guck mal, den können wir auch schon wieder abernten hier. So, hatten wir denn hier schon Kaninchenfallen aufgebaut? Oder gibt es hier überhaupt Kaninchen? Kann mich gar nicht mehr erinnern. Da sind wir. Okay, das ist unser Lager. Ich sehe nichts mit Kaninchen. Ich sehe sowieso jetzt nicht allzu viel mit der Sonnenbrille. Ah, okay. So, guck mal, hier können wir doch Asche abbauen, wa? War das nicht hier so ein Ding, wo man Asche abbauen kann? Los. Nö, nur Zeugs. Was brauche ich denn jetzt überhaupt? Steine. Stöcke habe ich ein paar. Was ist denn das hier? Steine. Okay, mal nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Da ist ein Hasenbau. Eine Hasenfalle habe ich auch noch nicht mit. Was ich definitiv noch brauche, ist mehr Essen. Das spüre ich im Blute. Nur für die Leute, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben und nicht wissen, warum ich hier so eine komische Perücke aufhabe. Das ist, damit ich mich mit meiner Spielfigur besser identifizieren kann. Ha? Okay, weiter geht's. Ja, hack sie ab hier, die Dinger. Aber da kommt doch gar nichts rum bei, oder? Krieg ich ja irgendwas? Hm. Naja. Lo, 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 dann gucken wir mal. Hier nehmen wir noch ein paar Saplings. Mir fällt gerade auf, ich habe ja wieder die englische Version. Hatte ich nicht einen deutschen Mod drauf? Mann, da gab es bestimmt ein Update. Und jetzt ist mein Mod nicht mehr gültig. Schade. Nein. Spielen wir mal ohne Mod erstmal. Muss ich mir erstmal wieder einen neuen... Oder muss ich den erstmal aktivieren? Ich will ja nicht den Spielfluss jetzt unterbrechen, also mache ich das hier nach dieser Folge. Dann gucke ich nochmal, ob ich den deutschen Mod drauf kriege. Macht mir einfach mehr Spaß, Englisch hin oder her. Macht mir wirklich mehr Spaß. So, komm, ein bisschen Holz noch. Liebe Wendy. Okay. Super. 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 Super, ja. Yeah. So. Rennen müsste die können. Das wäre geil, wa? So. Guck mal, einen neuen Keenapple. Da können wir doch jetzt hier unseren Wald ein bisschen vergrößern. Können wir auch mal machen. Ich habe jetzt überhaupt kein Essen. Das ist wieder der klassische Fehler. Ich sag's ja, ich brauche mindestens eine Folge, bis ich mich hier wieder reingewöhnt habe. Hier sind noch Samen, okay. Jetzt fragt sich, wie komme ich hier an Essen? Hier gibt es noch einen Bärenstrauch. Oh Gott, ey, ist ja total schwach. Und der ist auch noch abgeerntet. Nein. Nein. Nimm die Schippe. Den nehmen wir mal mit. Den können wir bei uns beim Lager dann wieder einpflanzen. Mm-hmm.
Ich hätte ja ganz gerne was zum Essen. Ich hätte ganz gerne was zum Essen gekauft. Boah, ist das dunkel. Wir werden mal zurückschleichen zum Lager. Hier ist das Lager, juhu. So, schmeißen wir mal ein Holz rein. Klack. Ja, und klack. Ja. Dann braten wir die beiden Samen. Wir kochen sie. Und essen sie. Das war aber viel zu wenig zu essen. Können wir das Zeug eigentlich auch kochen? Nö, eher nicht. So, okay. Was können wir noch craften? Eine Falle. Was fehlt uns jetzt? Gras. Nein, ich habe kein Gras mehr. Mache ich denn jetzt hier vor lauter Schreck? Holz sammeln? Ach, ich guck mal, was ich noch so als craften kann. Eine Waffe wäre cool. Was sind das hier? Strukturen? Ach, Mauern und sowas. Ist ja auch geil. Eine schöne Waffe wäre cool. Eine Biene fehlt mir da. Ah, okay. Blue Dart. Ach, das ist aber doof hier. In Englisch, ich sehe ja überhaupt nicht durch. Mann. Magic, okay. Hooting. Hut, a Hut. Craft me a Hut. Und hier eine Farm. Puh, mir fehlt ja alles Mögliche. Guck mal, hier kann ich irgendwas craften. Guck mal hier, eine Rope. Was dann ein Seil wäre. Kann ich sogar craften, okay. Feuerchen, okay. Werkzeug, okay. Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Continue, continue. Continue. So. Naja, dann müssen wir wohl oder übel. Ach, wir können ja noch unser Busch pflanzen, fällt mir gerade ein. So, pflanz den Busch, mein Freund. Pflanz den Busch. Nehmen wir mal die Schaufel. So, haben wir nämlich noch ein zusätzliches Holz. Und wo ist der Busch? Hier. Pflanzt der Busch. Oh ne, du hast den gar nicht gepflanzt. Du sollst den pflanzen. Oder mache ich das mit rechts? Ja. Nein, schnell Holz nachlegen. Oh oh. Schön nah beim Feuer bleiben. Und ich habe keine Waffe. Ich habe nicht eine Waffe. Das macht mich fertig. Das macht mich total fertig. Naja. Guck mal hier im Licht des Feuers noch ein kleines Bäumchen abhaken. Ab. Wichtig. Den hier will ich. Achso, da muss ich noch... So. Ja, nimm's mit. Nimm es mit. Haben wir hier noch Platz im Inventar? Vielleicht sollten wir ja nachts unsere schöne Strohrüstung anziehen. Na, ist ja gleich vorbei, die Nacht. Ja, die Nacht ist vorbei. Wir müssen mal eine neue Gegend erkunden, wo wir irgendwie mehr Nahrung finden. Guck mal, hier ist noch ein Busch angeblich. Und hier sind Felsen bis zum Abwinken. Oh Gott. Wir müssten hier hoch, oder? Wir gehen echt in das... Komm, wir gehen ins Wurmloch. Was soll der Geiz? Wir gehen ins Wurmloch. Ah ja, okay. Der Sonnenbrille sehe ich immer so schlecht, wie viele Tage ich schon lebe. So. Wir gehen zum Wurmloch. Ui, 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 ui. So, sehr schön. Ja, ja. Und wir graben das hier noch aus. Oh, das kleine Alien ist eben gekommen. Ich muss mal kurz hier einen Aufnahmestopp machen. Wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es kloppt da. Kloppt. Es kloppt dann an der Tür. Nee, ich hoffe, es klappt dann noch ein bisschen besser. Und mal gucken, ob ich den deutschen Mod noch installiert kriege. Auf Wiehö!